Nachdem, wie wir haben gehört, ein gut Wort von unserer Choschewer Gäste Schmuel Niger und Leibisch Lehrer, weil wir haben ein Schmus mit dem Baal Simcha allein, dem Baal Oizer. Freund Stutschkow, ich muss euch sagen, der Memes, wenn man guckt auf dem tausendseitigen Buch, was liegt jetzt vor uns, glaubt auch kaum, als das ist die Arbeit von einem Menschen. So geneigt, dem Emmes, Freund Spießmann, wenn ich sehe nicht auf ein Scharblatt, der Äußer von der jüdischen Sprache, von Nochem Stutschkow, wollte ich es allein nicht geglaubt. Wie lang hat euch genommen die Arbeit? Die faktische Arbeit, ein Jahr 15. Was meint ihr mit faktischer Arbeit? Sammeln jüdische Wörter, Ausdrücken, Wörter und so weiter, habe ich angehäubt mit den Erich 20 Jahre zurück, wie eine Lieblingbeschäftigung oder wie man ruft es da, Hobby. Aber mit 15 Jahren zurück, wenn meine Sammlung hat schon der Gericht in die schwere Tausender, bin ich einmal gestanden bei meiner Kartotheke und getracht, wie gut und wie schön das wollt gewesen, wenn man nimmt euch zerschottene Perl von Mameloschen und man zieht euch auf ein Schnierl, als jeden sollen sehen, was für eine Stickelzierung sie vermogen. In dem Tag ist bei mir geboren geworden der Ambitie, der Gedank zu schaffen im Äußer. Und von dem Tag an, ist das geworden eus Hobby und es ist geworden eine Arbeit, eine systematische Arbeit, welche ich habe abgegeben jede freie Minute, was es mir geblieben von meiner Parnasse-Beschäftigung. In die Ideen von Jiva habe ich gelernt, dass der Reuzer nimmt er einen sich 175.000 Wörter und Ausdrucken. Ist das ein Fakt? Oi, bis wird gefunden ein Ballen, was wird Wellen überzählen, wird ihm öfter fehlen ein paar Hundert zu die 175.000. Aber beerdigt ist das die Zahl von den linguistischen Einzeln, was der Äußer ist keulen in sich. Mit linguistischen Einzeln meine ich Wörter, Ausdrücken, Phrases, Vergleichungen, Wörtlich und Sprichwörter, mit einem Wort alle Elementen, was stellen zusammen eine Sprache. Ein gutes Sprachwissen. Hat sich doch gefordert, ein Jahr mit Geduld durchzuführen, als eine kolossale Aufgabe. Wo hat ihr genommen an so viel Geduld? Ihr seid ein Warschewer, Freund Spießmann. Wisst ihr doch, als wir haben gehabt, ein Warsche, ein Gas mit dem Namen Dzicke. In einem Ofen, wenn der Frost hat gebrennt, bin ich abgestanden auf Dzicke-Gas unter einer Lamterne, drei Stunden Zeit und gewartet auf ein schwarz-chinnendiges Mädel. Und sie ist nicht gekommen. Jiddisch ist meine alte Geliebte. Und zur Geliebter hat man Geduld. Für was hat ihr euer Sefer einen Namen gegeben, der Reuzer von der jiddischen Sprache? Für was nicht Poschet Wörterbuch? Der Fall, weil der Reuzer nimmt der einen sich mehr wie bloß Wörter. Und der Fall, weil die Konstruktion von dem Reuzer, sein Gebei, ist anders wie der von der Wörterbuch. Wenn man will, kann man sagen, dass der Äußer ist Punkt der Heppig von der Wörterbuch. Könnt ihr es erklären, Poscheter? Also, Poscheter, was Poscheter kann nicht sein. In der Wörterbuch sucht ihr dem Teitsch für ein Wort. In dem Äußer sucht ihr ein Wort für ein Teitsch. Noch als nicht Poschet? Welches euch zu legen auf der Teller? Er sitzt in Jiden und verbringen, sagt denen, gewähnt bei uns in Städtel ein Jid, ein Farber mit dem Namen Kalmen. Ein schlechter Mensch. Die Mama fleckt ihm rufen. Wie fleckt ihm die Mama rufen? Es liegt mir auf den Zungen. Belke, du gedenkst, wie die Mama fleckt rufen, kalmendem Farbe. Belke gedenkt euch nicht. An dem Jeden geht es Mamaschen Leben, sich zu dämonen, wie die Mama fleckt rufen, kalme. Was soll er tun? Noch gucken in dem Wörterbuch? Was soll er suchen? Als dem Teitsch weißt er, ein schlechter Mensch. Was ihm fehlt, ist ein Wort für ein Teitsch. Das heißt, ein anderes Wort für schlechter Mensch. Und das hat er nicht wo zu suchen. Wenn der Jid betroffen bei sich den Äußer, wird er es gefunden eins und zwei. Wie er soll? Sehr Poschet. Zum Sof von dem Äußer wird er gefunden ein Suchzettel, ein Index. Wo er seinen ausgestellt, leuten Alephbis bei 30.000 jüdischen Wörter. Und so wie es handelt sich wegen einer schlechten Menschen, wird er bloß davon aussuchen das Wort schlecht. Leben dem Wort schlecht wird er gefunden dem Nummer 567. Gibt er ein Blatt dem Äußer und gefunden dem Nummer 567, der Nummer von der Gruppe Schlechtherzigkeit, Axorius, und seht, was der Jid hat gefunden. 6 ungepickte Seiten mit Sprachmaterial, was hat zu tun mit Schlechtkeit. Ich will bloß lehnen ein paar Schures. Schlechter, beser, bitterer Mensch, kaporedick, mitz mit euren, Hund,
Hund mit euren, Kelev, Kelevsche Beklovim, Hintesche Leber, Achse, Rosche, Gaslen, Rezheach, Merder, Hitzel, Blutzapper, Blutsäuger, Gorgelschneider und so weiter. Handelt es sich wegen einer schlechten Freude, wegen einer kalmen Nähe. Gefinnte Farieren euch nehmen. Ische Rohe, Achserte, Rezeachte, Roschete, Marschass, Klavte, Kola Klovimte, Klippe, Machschäfe, Schlang, Schmie, Jaschirke, Schendele mit die bläue Lippelich, Kanalie, Klempe, Saziente, Zayandele, Treffene, Jidene, Säure, Wetschere und so weiter. Und ich bin sicher, dass zwischen die ausgerechneten Wörter oder zwischen die, was kommen weiter, wird der Jid gefunden, das Wort, mit welcher die Mama seine Fleck betiteln kalmen dem Farber. Und nicht bloß einzige Wörter gefunden er da, nur 100 Phrases, Wörtlich und Sprichwörter, was haben ein Scheiches zur Schlechtkeit. Zu machen ist noch klarer, der Unterschied von einem gewöhnlichen Wörterbuch und dem Äußer ist, was in einem Wörterbuch stehen die Wörter ausgestellt Leuten Alephbis. Ein Wort mit dem zweiten hat kein Scheiches nicht. Klatsche steht neben Klotsche, in Kloisnik, neben Kloister. In der Wörterbuch ist ein Wort auf ein wortloser Jossen. In dem Äußer ist er ein Mitglied von der Mischpoche. Und die Mischpoche hat ein Heim, wo alle, was gehören zu ihr, tullien sich eins zum anderen. Otlemoschel schreibt mir ein Jid, er challischt Mamisch, ich soll ihm schicken eine Kopie von dem drei gorendicken Mischeberg, was ich hab gemacht vor 8 Tagen auf meinem Programm Mameloschen. Wenn der Jid wird haben dem Äußer, wird er zu mir nicht davon ankommen. In der Dire Nummer 559, wo es wohnen die Klolas, wird er gefunden bei 700 Mischebedechs. Wie viel hat er als solche Dires oder Gruppes? 620. Die 620 Gruppes nehmen darum alle Begriffe von der menschlichen, oder besser gesagt, jüdischen Sprache. Und der Reutzer ist mehr wie das. Der Reutzer ist der Inventar von unserer Sprachvermögen, was hat sich bei uns angesammelt von Deures. Ihr findet da die Sprache von der Literatur und Prose, die Sprache von dem Landen, die Sprache von der Unterwelt, die Lokalismen, die Dialektalismen, die Archaismen und der Ecker, von welcher Jiden wollen Unquellen, ist die zähnliche tausender jüdische Idiomen und Wörtlich, was geben unser Mameluschen a so viel Schönheit und Heim. Wie lang hat genommen abdrucken der Meutzer? Volle 2 Jahre Zeit. Vor was a so lang? A so lang? Wenn ich wohne nicht das letzte Jahr in der Druckerei und ich treibe nicht Hals und Nacken, wollte es genommen bis 1960. Vergesst nicht, dass das ist das erste jüdische Buch gedruckt in Monotyp mit Nekudes unter die hebräischen Wörter. Und der Ricke, nicht vergesst, dass das Buch ist rausgegeben geworden unter der Haschkoche von dem jüdischen wissenschaftlichen Institut, wo man hat Feind Greisen betrachtet zu sinnen. Was Tomer Chalila steht, das Pintele nicht auf den richtigen Ort, ist Himmel öffnen sich. Ihr seht es, die 2 Pintelich unter dem Wort Friekeit. Wenn der Beugene schön gewesen abgedruckt, hat sich herausgewiesen, dass der Goy, was hat gemacht, die Platten, hat ausgeschnitten die 2 Pintelich. Und das Käppel lehnt sich Freiheit anstatt Friekeit. Nun bin ich zulieb dem nicht geschlafen 2 Wochen. Und der Redakteur Dr. Max Weinreich 4 Wochen. Und wenn es hat geholfen dabei ist, mir sollen beide Chalile wegfallen von nicht schlafen, hab ich am Macht gegeben mit der Hand, Meile, Kasher, Ovadti, Ovadti, wird man wegstellen, neue Pintelich und überdrücken die Porseiten. Jetzt verstehe ich, von was es hat gekostet, so eine Jontika rauszugeben, der Meutzer. $30,000. Psch. Aber von dem Zar haben wir nachher ein schönes Buch, ja. Wart, bis ihr wird sehen, die ledergebundene Deluxe-Ausgabe. Bei ihm ist eine Zierung für ein jüdischer Heim. Man darf nur bitten, bei dem, was ich hab, die Hände nicht gewaschen, als jeden sollen sich Wellen einschaffen, das Stickelzierung. Und öfter ja, weil eigentlich ist doch es nicht mein Zierung, nur sehe Zierung. Alles, was ich hab getan, ist zusammengenommen die zerschottene Perl von Mameluschen und auf ein Schnierle aufgezogen. Die Perlguffe ist doch das Eigens von Volk. Und welcher Jid wird es nicht wollen wissen, was er vermagt. Ich bin sicher, als die tausende Freund und Chassidim, was er hat sich abgespart durch der Radio, wollen Wellen haben der Meutzer schon nicht redendig für seinen größten Wert, noch bloß wie ein Zeichen von Abschätzung für seinen Machaber, Nochem Stutschkopf. Von eier Meulen Gott zu ihrem.